Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play in das Kaninchen. Und wir sind hier im Icepire Peak und wollen eigentlich in den Goblin Horde. Aber, wie ihr vielleicht gerade oben in der Mitte seht, ist ein Drache aufgetaucht und ist der Meinung, hier ein bisschen Stress machen zu wollen. Und da wollen wir doch mal mithelfen und ein bisschen ebenfalls Stress machen. Und können bitte diese Goblins mal aufhören, mich zu nerven? A, macht ihr kaum Schaden. B, nervt ihr nur. Und C, möchte ich jetzt... Oh mein Gott, hier sind Level 48 Monster. Ich brauche mal Schild. Oh, ernsthaft? Ich muss zu den Drachen treffen. Ich bin so froh, dass die Leute, die da gerade scheinbar sind, nicht so viel Damage machen. Ah. Diese Mobs, die einfach die ganze Zeit einem hinterherlaufen. Renn doch nicht weg. Warum rennt der weg? Wir wollten ihn noch hauen. Wieso rennt der? Mann, ist total doof. Wie kann das sein? Der ignoriert uns komplett. Ja, Mirotrax. Wir haben ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt gucken wir uns mal... Alter, ernsthaft, jetzt stehen... Geht weg! Lass mich in Ruhe, ihr komischen Viecher. Wie lange bin ich denn bitte eingefroren hier? Eine Ewigkeit später. Ich wollte mich mal Mirotrax angucken. So, gucken wir uns Mirotrax so an. Da, guck mal, das ist er. Mirotrax. Das Mithril gehört mir. Aha, er möchte also das Mithril. Nein. Oh Gott. Nein, hier gehört kein Mithril, das gehört den Zwergen. Und nach einer Ewigkeit, nach einer weiteren Ewigkeit, fällt er dann endlich. Mirotrax, der Gierige. Da liegt er. Da liegt er, der Gierige. Ja, das hast du davon. Das hast du jetzt davon. Alter, die Augen. Vor allem atmet der noch? Ja, du. Ja, du. Ich sehe dir in die Augen. Das ist schon cool. Schon gut gemacht. Nein, verschwinde nicht. Oh Gott. Oh, ich dachte schon. Der atmet noch. Der ist noch nicht tot. Er ist noch nicht tot. Wir müssen ihn weiter töten. Er lebt noch, er atmet noch. Hallo, Birrel. Tschüss, Birrel. Gut, wir gehen. Denn hier tauchen komische Leute auf. Und wir wollten ja eigentlich einem Horde voller Goblins entgegentreten. Das ist ja jetzt mal spontan hier gewesen, da wir ihn besiegen müssen. Und damit haben wir gleich zwei Quests abgeschlossen. Zum einen die Quest Mirotrax, wie der Name schon sagt. Und wir haben ja auch noch die... andere Quest, die ich nicht mehr habe, mit dem Drachen töten. Habe ich die irgendwann anders? Ach, die hatte ich ja schon abgeschlossen, als ich nochmal im Never der Friedhof war. Stimmt, ich erinnere mich. Naja, macht nichts. Ja, 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 ihr erschießt niemanden hier ins Gesicht. Ach, kommt alle zusammen. Ja, los, kommt zusammen. Kommt zusammen. Gibt's ins Gesicht mit dem Schild. Ins Gesicht. Immer rein. So, ist jetzt Ruhe. Sehr schön. Dann hinein in den Goblin Horde. Glaub ich überhaupt reinpasse? Als Elf? Ich als Kaninchen würde da reinpassen, ohne Problem. Okay, der ist groß genug. What the fuck, ist der riesig? Wo lang muss ich? Ich muss nach... da... Dann gehe ich nach da. What the F? Geh ins Gesicht, nicht in den Bauch. Komm, hier Schild mal anmachen. Oh, ist alles schon tot. Na, das ging ja schnell. Hallo, da liegt was. Da liegt was, da leuchtet was. Ich möchte es haben. Vor allen Dingen, jetzt bin ich Level 47. Woo! Yay, Level up. Und ins Gesicht. So. Jetzt, was liegt denn hier Schönes? Ich bin mir unsicher, ob ich das anfassen möchte. Offensichtlich ja. Gut. Da liegt ein Religionspaket. Ist klar. In der Bettdecke. Oder im Bett von so einem Goblin. Klar. Warum nicht?
So, was haben wir hier? Oh Gott, sind das viele. Ins Gesicht. Und immer rein. Immer rein. Ja, mein Schild. Ein Lebenspunktschild, da kann man immer reingehen. So, schön aufgeräumt. Das macht. Das ist schon wirklich sehr simpel. Ah ja. Aber es macht auch erschreckend viel Spaß, muss man sagen, weil es gerade doch sehr. Man kann sehr rücksichtslos sein, muss ich mal sagen. Also. Oh, wow. Und das ist eigentlich das Angenehme hierbei. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit einem Charakter, wo ich deutlich mehr darauf aufpassen muss, was ich tue und auf meine Lebenspunkte achten muss, könnte ich weniger Unsinn reden. Gut, ich würde vermutlich mehr Unsinn reden, weil ich nicht so viel drüber nachdenken könnte, aber ihr wisst ja, wie ich bin. Nein, aber es macht einfach Spaß. Es ist eine schöne Abwechslung, einfach mal so ein bisschen Brain AFK zu spielen, wo du einfach sagst, so wegen so, ja, mein Kopf über die Tastatur rollen wird schon passen. Und so ist das ein bisschen gerade. Ja, ins Gesicht mit dem Schild. Ne Schatzruhe! Wah! Fast noch nicht. Der Rest. Den Rest will ich nicht. Ich will nicht für Zweihandwaffenkämpfer. Ich bin kein Zweihandwaffenkämpfer. Ich bin ein Paladin. Ein Streit des Lichts. Liegen ganz viele Sachen. Oh Gott. Okay, wir kümmern uns gleich um die ganz vielen Sachen, die hier sind. Erstmal müssen die weg. So, was haben wir hier? Schriftrollen. Okay. Und hier? Müll? Offensichtlich Müll. Sind Goblins, ne? Die sammeln vermutlich auch alles hier ein. Was so sie finden können in den Lagern der Zwerge, die sie überfallen haben. Erschieß euch! Burgal Morkram. So, warte mal, wen töten wir denn da jetzt? Der neue Häuptling der Winterkill Goblins hängt neidvoll an seinem Titel angesichts der Tatsache, dass der vorherige Häuptling zu Chimnirs Belustigung zerschmettert wurde. Morgal Markra führt seinen Stamm auf einem schmalen Grat entlang, indem er die Zwerge von Icehammer zwar so weit belästigt, dass sein neuer Meister zufrieden ist, er sich vor einer Vergeltung der Zwerge jedoch nicht fürchten braucht. Soweit ist sein Plan aufgegangen und er sieht als nächstes die Zerstörung von Torhunedar vor. Selbstverständlich würde der Marschall der Zwerge von Icehammer keine Soldaten entbehren, um sich einer Unangenehmlichkeit zu erledigen, wenn dadurch seine Frontlinie in Gefahr geraten würde. Tja, er braucht keine Zwerge, er hat etwas Besseres als einen Zwerg. Er hat etwas besser als 100 Zwerge. Besser als 1000 Zwerge, und zwar einen Elfen. Ha, 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 ha. Hallo. Ins Gesicht. Das ist meine Eröffnung. Ins Gesicht. Und von oben ein Schwert. Oh Gott, eingefroren. Guck mal, ein Schild. Guck mal, mein Schild. Guck mal, mein Schild an. Guck mal, wie findest du mein Schild? Ist mein Schild nicht schön? Ich gehe mal einen Schritt. Wie findest du mein Schild? Findest du mein Schild schön? Guck mal, das ist ein schönes Schild, oder? Guck mal, ob ich von Zuschauern bekomme, dieses Schild. Ist das ein schönes Schild? Guck mal, dieses Schild. Das ist schön, oder? Guck mal, dieses Schild. Guck mal, renn nicht weg, guck mein Schild an, guck mein Schild an, guck mein Schild an. Er rennt von meinem Schild weg, haha. Nicht von meinem Schild weglaufen, hihi. Ich fang dich, haha. Guck mal, ich hab dich, haha. Ich bin genau hinter dir, haha. Kannst nicht weglaufen, haha. Ich fang dich. Guck mal mit meinem Schild, haha. Ins Gesicht. Es tut mir leid. Haha, mein Schild. Haha. Haha. Natürlich. In die Falle reingecharged. Es tut mir eigentlich nicht leid. Ihr wisst, wie ich bin. Also mal ganz ehrlich, wir sind jetzt bei Folge, weiß ich nicht, 5x und ganz ehrlich, ihr wisst, wie ich bin. Wir kriegen Icepire Peak Handschuhe. Ohne Peak, nur Icepire. Ja, gib, nimm. Ist meine Inventar voll? Nein. Und ich habe Stiefel-Elemente für einen Trickster-Shock. Yay. Was ist denn gerade los? Hängen die Server ein bisschen? Hä?
Kann es sein, dass die Server gerade ein bisschen Probleme haben? Die können weg. Da haben wir einen neuen Ring, einen blauen mit Kraft und Crit und einem Verteidigungsplatz. Das ist doch super, da können wir nämlich diesen hier austauschen. Dann nehme ich diese Verzauberung aus. Ich habe auch mal ein paar Verzauberungen jetzt schon erweitert und ausgetauscht. Hier zum Beispiel grausame Verzauberungen, die wir in dem Tage des Spielers bekommen haben. Da haben wir die ein oder andere Verzauberung auch bekommen und jetzt haben wir hier noch eine bessere... Ist das besser? Ist das wirklich besser? Ja. Zum Beispiel auch das hier. Ich meine, es ist jetzt nicht so der Brüller mit Rang 3 und so, aber besser als nix zum ersten Mal. Und es bringt uns Bewegungsgeschwindigkeit ein bisschen. Bewegungsgeschwindigkeit nimmt man gerne. Und der Ring ist besser als der andere? Deutlich besser? Naja, nicht wirklich. So. Da dies jetzt mein neuer Hort ist, so, ich bin jetzt hier der Besitzer dieses Goblin-Horts, so, huldigt mir, ihr Fallen, ihr huldigt, du, noch eine Falle, habe ich noch eine Falle übersehen? Ja, alle Fallen, ne? Ihr huldigt mir jetzt, huldigt mir! Okay. Was wir nämlich machen wollen, ist unser neues Level-Up verbrauchen. Wir haben einen weiteren Kraftpunkt, den wir in den Schwur der Feindschaft packen für die Bosskämpfe, die vielleicht mal so hin und wieder auftauchen, wenn wir mit Gruppen rumlaufen. Und Leuchtfeuer der Hoffnung. Ja, Leuchtfeuer. Wir sind ein Leuchtfeuer der Hoffnung für alle anderen. Wenn wir nämlich die tägliche Kraft einwenden, dann heilen wir vielleicht andere. Woo! Und es geht zurück. Ins Licht. Geh nicht ins Licht. Wohin geht's wohl? Wohin bringt uns das Licht? In einen Ladebildschirm. In einen langen Ladebildschirm. Whip. Ich sagte whip. Na? Die letzten paar Zentimeter gehen ja wohl auch noch. Scheinbar haben die Server gerade leichte Probleme. Interessant. Das ist wahrlich interessant. Vorhin war es noch keine Probleme. Naja. Gut, wo sind wir und was machen wir hier? Leggedy Leg Leg? Ich hänge fest. Oh Gott. Was geht ab? Mein Gott. Okay, ich glaube... Ich habe das ungute Gefühl, dass... Ist das... Liegt das an Neverwinter? Okay, pass auf. Ich muss mal ganz kurz... Ich muss es mal versuchen. Ich ignoriere mal gerade alles. Ich gehe mal ganz kurz in das Lager. Ich möchte ein bisschen sicher stehen. Und dann werde ich mal ganz kurz einen Cut machen. Oh Gott. Oh mein Gott, weil ich rausfinden möchte, was gerade das Problem ist. Ob es... Meine Internetverbindung ist oder das Spiel. Aber dafür möchte ich bitte sicher stehen und nicht in den Gegnern. Wenn ich mich jetzt kurz auslage. Gut. Ich glaube, ich stehe sicher. Bis gleich. In Ordnung. Ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. An meinem Internet lag es nicht. Es geht immer noch nicht. Oder? Neverwinter? Okay. Okay. Wir versuchen es. Wir haben den Drachen getötet. Es muss etwas getan werden. Ausgezeichnet, wenn jetzt auch noch die Verstärkung der Allianz eintreffen wird. Das wird nicht kommen. Die wollen nur Geld. Die wollen nur euer Geld. Mehr möchten die nicht. Und wir haben den Goblin Horde freigemacht. Und ah, wir haben sogar noch die Verteidigungslinie. Meine Güte, waren wir fleißig. Ich muss zugeben, es war schon recht gewagt, euch auf Mörgel anzusetzen. Euch gebührt der Dank des Eishammer-Clans. Naja, wir sind doch mal ein Elf. Ihr wollt wirklich helfen, oder? Gut gemacht. Diese Schädelspalter sind schon ein grässliches Pack. Aber mit etwas Glück wird ihr Angriff dadurch etwas verzögert. Sehr schön. Und dann gibt es noch die Angriffsfront. Wir haben es euch zu verdanken, dass wir nun mit den Goblins hier in Tarunda fertig werden. Aber weiter oben auf dem Berg benötigen wir immer noch eure Hilfe. Sucht Gerora Orkhue im Triagenlager im Windchill-Bezirk.
Sie wird euch wissen lassen, was es noch zu tun gibt. Genau. Freut mich, dass ich hier unten helfen konnte. Das ist sehr, sehr schön. Auch wenn es da oben scheinbar noch was gibt, und zwar die Metriemine. Stimmt, wir müssen noch... Das ist aber für die Allianz. Ja, aber klar. Für die Allianz müssen wir ja noch die Mine besuchen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja. In den Bauch. Nein. Ins Gesicht mit dem Schild. Ins Auge. Nein. Ins Auge. Oh mein Gott. Das ignorieren wir mal gerade ganz großflächig. Denn wir wollen nach hier. Wir wollen nämlich zum Mineneingang. Das können wir ganz kurz. Kann das bitte weggehen? Dankeschön. Dies ist der Mineneingang. Dies ist Mithril im großen Maßstab. Und offensichtlich müssen wir einen Überlebenden suchen. Nun, also, bist du ein Überlebender? Nee, du überlebst. Und du? Hast du überlebt? Ins Gesicht. Das sind alles keine Überlebenden. So, damit hat sich ausüberlebt. Irgendwo hier muss sich ein Überlebender verbergen. Oder ist der doch woanders? Ach da, da liegt jemand. Liebe, lebst du? Hey, Junge, lebst du? Offensichtlich nicht. Ah, wir müssen erstmal... Wir wissen zwar, wo der Eingang zur Mine ist. Ich meine, der ist hier relativ offensichtlich. Aber wir müssen erstmal herausfinden, was da überhaupt los ist. Stimmt. Und da wurden ja auch Späher losgeschickt. Wo die wohl sind? Das sind ja alles Bergarbeiter hier. Warum haben wir die draußen rumliegen? Haben wir noch einen Bergarbeiter? Grüner Eisengolem, roter Eisengolem. Was ist das da? Ist das was? Nichts, ganz viel nichts. Achso, ich wollte 4 drücken, nicht 5. Da ist noch jemand. Hallo. Kann ich dir helfen? Oh. Psst. Seht ihr nicht, dass ich versuche, tot zu spielen? Ist okay. Nimm die Beine in die Hand. Sehr gut. Wir haben einen Überlebenden gefunden. Der hoffentlich sicher ankommt. Und jetzt müssen wir hier erstmal noch in dem Lager aufräumen. Da müssen wir noch einen Hinweis suchen. Dafür müssen wir ein paar Drachen tun. Da sind wir gut drin, haben wir ja mitbekommen. Haben wir ja gerade gesehen. Ich frage mich, warum diese Drache nicht gesagt haben. Oh, guck mal, da ist der große Drache. Merotrax ist gestorben. Vielleicht sollten wir nicht gegen den kämpfen, der die getötet hat. Oh, was? Severin. Drachenflüsterer Teures oder Teures. Ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das Mithril aus dieser Mine für unsere Operationen in Worth Valley und Icewind Dale ist. Ohne dieses Mithril werden wir das letzte Teilstück nicht in unsere Hände bekommen können. Dessen Eingedenke statte ich euch mit einem kleinen Teil des Mithrils Merotrax Hilfe bei der Sicherung der Bergarbeiter anzuwerben. Aha! Aha! Das wollte ich gar nicht. Ich wollte dahin. Ist ein bisschen verwirrend. Ich spiele momentan ja nebenbei auch noch Teso. Und da ist das Pferd auf H wie Horse. Und nicht auf 4. Deswegen komme ich immer durcheinander. Bei Teso drücke ich dann mal die ganze Zeit 4. Und wundere mich, warum ich Fähigkeiten einsetze. Und nicht aufs Pferd aufsteige. So, wir haben dies. Und jetzt wird es doch garantiert so laufen, dass ich jetzt zurückreite. Und Bescheid sage und er sagt, jut, geh in die Mine. Und dann denke ich mir so, ich war gerade da. Hätte ich nicht vorher in die Mine gehen können? Hätte ich nicht jetzt schon das gleich machen können? Wenn ich wieder hochlaufen müssen? Ach ja, das hin und zurück. Der Abenteurer. Hallo. Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Alle tot außer einem? Und der Kult des Drachen hat die Kontrolle über die Mine? Der Brief, den ihr fandet, lässt darauf schließen, dass der Kult unser Mithril stehlen will. Das dürfen wir nicht zulassen. Doch seid vorsichtig.
Mirothrax ist zwar ungewöhnlich dumm für einen Drachen, doch in seiner Bosheit steht er keinem seiner Artgenossen nach. Wir haben ihn schon getötet. Keine Sorge, wir haben ihn schon getötet. Ja, schau mal einer, guck. Alle Bergleute von Icehammer tragen Halsketten mit Runen mit sich, um sie so identifizieren zu können, falls sie einem Minenunglück zum Opfer fielen. Dieser Angriff war zwar kein Minenunglück im engeren Sinne, doch Lord Icehammer wird die Familien der Opfer dennoch entschädigen wollen. Wollt ihr für mich die Halsketten der Bergleute bergen, sodass ich ihren Namen an Lord Icehammer weitergeben kann? Das finde ich wirklich gut. Das finde ich wirklich gut, dass da dann die Hinterbliebenen entsprechend, ja, dass sich um die Hinterbliebenen auch finanziell gesorgt wird. Das finde ich wirklich Respekt an die Zwerge. Es ist schon so drinne, dass alles Gute von Elfen kommt. Ich weiß nicht, was sie mit diesem Mithril vorhaben, doch ich werde nicht zulassen, dass sie es damit aus diesen Bergen schaffen. Ihre Stellung in diesem Tal können sie selbst gegen einen Großangriff mühelos halten. Schleicht euch also dort ein und sabotiert die dortigen Wagen und Vorräte. Sobald ihre Vorräte zur Neige gehen, werden sie die Wagen schicken, um Nachschub zu holen. Dann müssen wir nur noch warten, bis deren Achsen brechen, um ein leichtes Spiel bei unserem Überfall zu haben. Und wenn ihr schon einmal dort seid, dann könnt ihr auch gleich das Schmiedefeuer löschen. Es dauert Tage, bis die Schmiede genug Hitze entwickelt hat, um Mithril zu schmieden. Wenn ihr das Feuer löscht, dann wird sie das um einiges zurückwerfen. Auf jeden Fall um einige Tage. Das wird ihr auf jeden Fall um einige... Da ist er schon wieder! Sag mal, der ist aber auch... widerspenstig. Tötet euch! Kann nicht lernen. Er lernt nicht aus seinen Fehlern. Da haben wir eben gerade schon den Popo versohlt. Und da ist er schon wieder und möchte wieder Ärger. Und ich glaube, wenn er ganz schnell noch... Ja, ist doch gut. Hört doch mal auf, mir immer in den Rücken zu schießen. Auch gerade nicht wirklich höflich. Komm, wir machen mal ganz schnell nochmal mit. Ganz, ganz schnell. Kampagnenwährung. Und es geht ruckzuck. Wir müssen ja eh hier dann... Ach, und ich bin wieder eingefroren. Die Gruppe ist ja auch hier einen Zacken schneller. Da sind mehr Leute dabei, die mehr Damage machen. Und dann müssen wir eh hier rumlaufen und die... Ich glaube... Ich bin schon wieder eingefroren. Ich achte nicht auf das, was um mich herum passiert, weil ich noch ein bisschen sehr leichtsinnig bin mit diesem Charakter. Nein, wir müssen hier jetzt die Leichen wieder aussuchen für die Ketten, für die Bergarbeiterketten. Voilà. Ja, ist sie tot. Letztes Mal war diese Person lebendig, jetzt ist sie tot. Und wir müssen auch noch die Schmiede zum Erliegen bringen. Das können wir doch gleich mal machen, die ist hier. So. Wir könnten auch ein paar Mithrilbarren mitnehmen. Die können wir doch. Kann ich doch einstecken. Fertig geschmiedetes Mithril, Leute. Ach, Manu. Wir haben einen Rucksack, wo so viel reinpasst. Da könnten auch ein paar Mithrilbarren reinpassen. Dass man damit alles machen könnte. Tiss, tiss, tiss. Vorratskiste vergiftet. Auch schon ein bisschen makaber, ne? Ach ja, aber ich hab doch Shift gedrückt. Ist auch noch ins Gesicht. Und jetzt nehmen wir hier die Halskette auch mit. Das sind jetzt auch die täglichen Quests, die man hier entsprechend dann für Tyranids of Dragon machen kann. Wenn man hier unterwegs ist. Wenn man hier die, wie heißt das, gemeinsame Sachenquest absolviert, dann kommt das hier als Aufgabe. Nein, schon wieder. Es tut mir leid. So, Wagen sabotieren. 3 Stück. Komm her. Ach, schon wieder so einer. Schon wieder so ein Wirbel, Zwirbel. Geh weg. Mach den Wagen kaputt.
So, jetzt schleichen wir uns mal, so wie es auch gesagt wurde, hier entlang und sabotieren die Wegen hier. Ohne, dass die da hinten uns gesehen haben. Diesen Wagen. Und da ist der letzte. So. Sehr schön. Alles sabotiert. Jetzt können wir erneut zurück. Und Merotrax soll schon wieder zurückkehren. Er lernt echt nicht, ne? Er ist... Also das muss man jetzt ihm auch wieder hoch anrechnen, dass er da doch so... Ich hätte es jetzt beinahe stur gesagt, aber es ist Sturheit. Es ist einfach Sturheit. Dass er da so stur ist. Dass er nicht aufgibt. Und ich denke so, ja, vielleicht jetzt beim nächsten Mal. Gut, ihr habt ja auch gehört, er ist nicht gerade der Hellste, der Drachen. Was man daran sieht, dass er immer wieder kommt. Also man könnte ja auch irgendwann lernen und sagen so, ach je, das Mithril ist jetzt auch nicht so viel wert im Vergleich zum ständigen Wiederauferstehen müssen. Danke. Nun muss ich nur noch den Familien der Opfer die schlechte Nachricht überbringen. Das ist keine schöne Aufgabe. Das ist wirklich keine schöne Aufgabe. Wirklich nicht. Darum beneide ich dich definitiv nicht. Gute Arbeit. Diese Kultisten werden mit diesem Mithril nicht weit kommen. Wenn wir nur wüssten, warum es so wichtig für ihre Pläne ist. Ja, das ist eine gute Frage. Severin braucht es für irgendetwas. Ich habe ein Register für Montgomery fertiggestellt, für Montgomery Burns, welches die genauen Auswirkungen der Kultaktivitäten auf Lord Icehammers Mithrilproduktion und folglich auf dessen Betrag zur Allianz der Fürsten aufzeigt. Bringt es ihm und übermittelt ihm bitte meine Entschuldigung. Das tun wir. Damit haben wir auch dieses hier soweit abgeschlossen, damit wir, ich glaube, wir müssen es aber noch abgeben, damit wir dann hier... Nein, wir können es jetzt schon machen. Sehr schön. Damit können wir die Allianz der Fürsten unterstützen. Wir unterstützen die Allianz der Fürsten in Icebreaker Peak. Sobald wir diese Aufgabe dreimal absolviert haben, wird uns Folgendes gewährt, der Umhang der Allianz der Fürsten. Jawohl. Das machen wir doch mal. Das dauert jetzt wieder mehrfach dreimal. Müssen wir das machen. Jeweils 18 Stunden. Und, ach ja, das hatten wir noch gar nicht gesehen. Wir haben ja jetzt noch ein paar Umhänge. Wir haben zum Beispiel den Umhang der Harfner. Können wir mal angucken. Der sieht... Können wir das Schild ausblenden? Nein, ne? Nur Vorschau anzeigen? Ah, guck mal. So. Das ist der Umhang der Hafner. Schon hübsch. Wirklich schon hübsch. Und dann haben wir auch noch den Umhang des Handschuhordens. Auch sehr hübsch, muss man sagen. Schon ein bisschen... Also... Immer noch den hier, den Umhang des Pestturms. Der ist... Nicht so hübsch. Ach, ich habe noch was Tolles. Oh, guck mal. Das machen wir noch zum Abschluss. Das habe ich noch. Ach, der wird ja gebunden. Das ist mir wurscht. Kann ich mit leben. Ist nur gegen zwei Waffenkämpfer, damit kann ich auch leben. Aber ich habe die ganzen Blödsinn mal weg hier. Blödsinnige Heiltränke braucht kein Mensch. Vor allen Dingen kein Paladin und vor allen Dingen kein Kaninchen. Was hat die Attrappe dir nur angetan? Okay, der Spruch war... Also der war jetzt nicht so neulich ein Brüller. Wow, zwei. Also, hui. Also, das ist aus Sage des Spielers, diese Zwischenrufer können dort für jede Klasse droppen. Und da wird dann entsprechend Wattler und Stahldorf werden einen kleinen Witz erzählt über die jeweilige Klasse. Die kosten, also, die könnt ihr auch ohne Probleme im Auktionshaus kaufen. Ja, die kosten da einen Apfel und ein Ei. Weil man droppt davon ziemlich viele. Und ihr seht, ein Astraldiamant hier mal, fünf Astraldiamanten, aber altgewohnter Paladin. Komm, wir kaufen mal noch die für unsere Klasse, damit wir das auch nochmal hören. Was die über den altgewohnten Paladin zu sagen haben. Und ja, ich komme damit. Ach, ein Astraldiamant, hui, ob ich das mir leisten kann. So. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weg, damit wir das Klopfen hier nicht hören müssen. Walter und Stadloff, nee, Wattler und Staldorf sind ziemlich leise, finde ich. Dieser Paladin scheint nicht besonders gut zu sein. Ja, recht nutzlos statt recht schaffen. Alter. Okay, der war gut. Der war wirklich gut. Der war gut. Gut, mit diesem schönen Spruch beenden wir die Folge für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der Hoffnung, dass wir das nächste Mal ein bisschen mehr rechtschaffend und weniger recht nutzlos sein können. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen.
Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.